Schatz! Scheiße, Mann, was dir passiert? Schatz! Ich musste heute ausnahmsweise länger arbeiten und ich bin total platt. Ich dachte, ich kann mich mit meiner Freundin Thea entspannen. Und dann komme ich hier rein und es herrscht das totale Chaos. Mann, was ist hier passiert? Wurde hier eingebrochen? Thea! Schatz! Steh auf! Jetzt auf Streife, die Spezialisten. Mein Name ist Leon Prifol. Ich wohne in der Herzbergstraße 7. Ja, Sie müssen sofort hierher kommen. Meine Freundin liegt unten, blutüberströmt, auf der Terrasse. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sah ja alles noch so im Kampfhaus. Was, wenn Thea mit einem Einbrecher gekämpft hat? Was, wenn noch hier drin ist? Vielleicht hat er sie ja vom Balkon gestürzt. Ich weiß auch nicht. Ich musste auf jeden Fall schnell zu Thea runtergehen und gucken, was mit ihr los ist. Was ist los? Was ist denn los? Meine Freundin liegt da unten blutüberströmt. Hinterm Haus, oder was? Na ja, es sind auch noch Einbruchspuren hier drüben. Einbruchspuren? Ja, dann hol ich direkt mal die Polizei, oder? Ach, da liegt jemand, Thomas. Kannst du bitte zum FBI kommen? Wir bräuchten die Polizei vor Ort. Hallo? Einbruchspuren anscheinend vor Ort. Hallo? Als wir erfahren hatten, dass eventuell noch ein Einbrecher oder ein Gewalttäter, wie auch immer, im Haus war, eine Gefahr für die Einsatzkräfte bestand, mussten wir auf jeden Fall die Polizei nachalarmieren, dass sie uns vor Ort sichert, vor Ort entsprechend unterstützt und die Einsatzstelle entsprechend bewacht. Ich glaube, sie ist vom Balkon gestürzt. Aber das ist halt richtig hoch, gell? Thomas, wenn die hier oben runtergefallen ist, oder das weiß nicht, geschubst. Sie ist allerdings somnolent, nicht ansprechbar soweit. Ja. Wir müssen sie auf alle Fälle voll immobilisieren. Wir müssen größte Vorsicht walten lassen, Halswirbelsäule. Ich würde sagen, Stiffneck. Guck, aber hier sind alles voll Scherben. Und Sie haben das Ganze sicher nicht beobachtet. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Okay, haben Sie bitte auch immer mal Auge hier drauf, irgendwie nicht, dass hier noch irgendjemand rauskommt, gell? Wir befinden uns akut eventuell hier sogar selbst in Gefahr. Auch Thomas hier für dich, gell? Und während sich die Sanitäter um Sie gekümmert haben, hatte ich so ein mulmiges Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass da noch irgendwer drin ist. Ich habe mich die ganze Zeit umgeschaut. Wissen Sie von irgendwelchen Allergien, Medikamenten, die Ihre Freundin einnimmt? Was weiß ich denn? Ich bin jetzt einfach gut, Sie sind ja vor Ihrem Freund, oder? Über sowas spricht man noch nicht, keine Ahnung. Okay, Allergiemedikamente, nichts irgendwie bekannt. Zunächst haben wir dann die Glassplitter rausgeholt, beziehungsweise nur so leicht abgeschürft, weil wenn man große Glassplitter aus der Wunde rausholt, fängt die Wunde an zu spritzen. Deswegen lässt man große Glassplitter drin und die kleineren konnten wir entsprechend entfernen. Kollege, komm mal jetzt hier hoch. Ja. Wir haben hier wahrscheinlich eine akute Gefährdungslage. Vorne sind Einbruchsspuren. Gleichzeitig haben wir hier eine schwer verletzte Patientin, die wir versorgen müssen. Ob noch jemand im Haus ist, wissen wir nicht genau. Ja. Sie ist nicht ansprechbar. Sie ist nicht ansprechbar, aber ist jetzt nicht leblos. Also hat Puls und so weiter. Wie kommen Sie da eigentlich jetzt drauf, dass er hier irgendwie eingebrochen ist? Oder? Mann, ich bin heute erst von der Arbeit nach Hause gekommen. Ja. Thea hat zum ersten Mal bei mir übernachtet, ganz alleine. Wir sind jetzt seit 3 Wochen zusammen. Okay. Und ich komme durch die Haustür rein. Ja. Die Vase liegt in Schutt und Asche. Die ganzen Pflanzen, das Schlafzimmer unordentlich wie sonst was. Ja, also sind Einbruchsspuren da ersichtlich. Da war unbedingt jemand, da war safe jemand da. Wir vermuten mal, die ist von oben hier runtergestürzt. Deswegen müssen wir jetzt echt aufpassen, wenn wir sich hier bewegen. Entweder sie ist selbstständig gestürzt oder sie hat echt jemand da irgendwo runter. Genau. Wir bleiben hier, behandeln weiter, ihr geht ins Haus. Macht erst mal, ich komme mit euch mit. Und dann gehen wir mal nach vorne jetzt. Wir haben auf der Terrasse die verletzte Person gefunden. Die war zu dem Zeitpunkt nicht ansprechbar. Nach Auskunft und Aussage des Freundes war die Wohnung verwüstet, als ob irgendjemand drin gewesen war. Und das sollte überprüft werden. Ich möchte Sie dann mal bitten, vorm Haus zu warten. Ja, ist gut. Wir gehen alleine ins Haus. Auch für die Polizeibeamten sieht es aufgrund der Unordnung nach einem Einbruch aus. Weil sie jederzeit mit einem Angriff aus dem Hinterhalt rechnen müssen, schauen sie sich vorsichtig und mit gezogener Waffe um. Alles safe. Hier oben auch. Ist gut. So, wir haben das Haus unter den Gesichtspunkten der Eigensicherung natürlich polizeitaktisch betreten. Als wenn sich jemand dort aufhält, gefunden haben wir niemand. Das Haus war sicher. Was aber nichts zu bedeuten hat, der Täter kann auch im näheren Umfeld sich noch aufhalten. Und? Kommen Sie mal mit, bitte gerne. Oben ist nichts. Also es ist durchwühlt, aber es ist keiner da. Ja, aber da waren doch Einbruchspuren. Ja, sind sie. Sind das alte?
weil ich war, ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist eine lange Geschichte, das war kompliziert. Wie lange Geschichte? Wurde bei Ihnen schon eingebrochen oder nicht? Hallo? Ich rede mit Ihnen. Hey! Bleiben Sie doch mal hier. Bleib stehen. Komm sofort her. Wer ist sie denn? Kommen Sie mal bitte her. Das müssen wir ja nicht auf der Straße klären. So, warum sind Sie jetzt weggelaufen? Diese Frau ist verrückt. Klar, meine Ex, dieses Psychomonster, die ist doch komplett verrückt. Sie hat schon einige Dinge abgezogen, aber würde sie wirklich meine Freundin vom Balkon schubsen? Was machen Sie hier und warum rasten Sie so aus? Ich war rein zufällig hier. Rein zufällig? Ja, ich war auf dem Weg zur Arbeit. Das ist mein Ex-Freund. Und ich habe den Streifenwagen vor seiner Haustür gesehen. Und da wollte ich einfach mal gucken. Ja. Das letzte Mal, wo ich hier war. Das letzte Mal, wo ich hier reingekommen bin. Ja. Du saß schon auf dem Küchentisch, hat auf mich gewartet. Obwohl ich die ganze Zeit ihr gesagt habe, dass sie sich verpissen soll. Erstmal stopp, Sie sind getrennt? Ich habe mit dir Schluss gemacht. Er sagt getrennt. Also wir waren zusammen und ich hatte auch den Schlüssel und ich war auch in der Wohnung und für mich war nicht klar, dass wir auseinander sind. Da sind zwei Leute dran beteiligt und ich habe gedacht, wir sind noch zusammen. Das ist doch kein Zufall, dass sie jetzt hier ist. Kennen Sie seine neue Freundin? Ich kenne sie nicht, nein. Haben Sie die noch nie gesehen? Ich habe sie noch nie gesehen, nein. Ich würde gerne wieder zurück zu meinen Kollegen und möchte Sie aber bitten, dass Sie bei uns bleiben. Ja. Weil hier steht jetzt auch eine Straftat im Raum und wir müssen halt jetzt erstmal ermitteln. Ja, gut. Und deswegen bleiben Sie bitte bei uns und Sie distanzieren sich voneinander körperlich. Gehen Sie bitte vor. Wie sich herausgestellt hatte, handelt es sich um die Ex-Freundin des Anrufers, die hier auch so ein bisschen, ja, so stalking-mäßig unterwegs ist, so wie er das auch erzählte. Und in diesem Moment, mit diesem Sachverhalt, was dort passiert ist, war sie natürlich mal ganz vorne als Verdächtige hier für diese ganze Geschichte. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, dann geben Sie mir den doch noch. Wollt ihr sonst noch mal hinten gehen, schauen, ob es mehr Erkenntnisse gibt? Ich nehme hier alles auf. Gut, wir gehen mal nach hinten und gucken mal, was da los ist. Sie bleiben mit mir hier. Ja, gut, machen wir das. Hallo? Können Sie uns was sagen? Hi. Genau, also wir haben sie jetzt erstmal voll immobilisiert. Also sie ist tatsächlich wohl von irgendeiner Höhe runtergestürzt, definitiv vom Verletzungsmuster aus. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten rausfinden können? Also oben ist durchwühlt, eine andere Person ist da erstmal nicht. Okay. Da müssen wir noch mal gucken. Also im Moment haben wir nichts. Können Sie irgendwas sagen? Können Sie uns was sagen? Ich hab geschlafen. Wo bin ich? Die Patientin hatte ein sogenanntes Schädelhirntrauma. Bei einem Schädelhirntrauma, wenn man auf den Kopf fällt, kann es zu einer Amnesie, zu einem sogenannten Gedächtnisverlust kommen. Gedächtnisverlust ist allerdings eigentlich kurz vor das Ereignis bezogen und nicht auf so eine lange Zeitspanne vor das Ereignis bezogen. Das heißt, das passte irgendwie nicht ganz zusammen. Zusätzlich konnten wir innere Verletzungen nicht ausschließen, dass wir weiterhin sie als akut kritisch betrachten mussten und sie weiter behandeln mussten. Aktuell müssen wir von einer akut lebensbedrohlichen Situation ausgehen. Und wir müssen wissen, nimmt sie irgendwelche Medikamente, hat sie irgendwelche Allergien, irgendwelche Vorerkrankungen, die bekannt sind. Das ist ganz wichtig, das müssen wir wissen. Da der verzweifelte Leon erst seit 3 Wochen mit seiner Freundin zusammen ist, weiß er nichts über ihre Krankengeschichte oder ob sie Medikamente nimmt. Gemeinsam mit Dario Kovac hofft er, einen Hinweis in Theas Handtasche zu finden. Und tatsächlich. Ach, guck mal hier. Tabletten. Benzotadom. Warte mal, ich frage mal die Sanitäter. Warten Sie mal. Hört ihr? Ich hab dir was gefunden. Benzotadorm, ist das ein Schlafmittel? Hier. Wir gucken uns noch mal an. Ja, guck dir das mal bitte an. Was ist es? Ja, Benzodiazepin ist ein Schlafmittel, ein sehr, sehr starkes Schlafmittel. Verschreibungspflichtig, ne? Wahrscheinlich. Ja. Da wir Schlafmittel gefunden hatten, heißt das für mich eigentlich, wenn man Schlafmittel nimmt, bleibt man schlafen, also liegen und steht nicht auf und fällt vom Balkon runter. Somit denke ich, müsste eigentlich Fremdeinwirkung vorliegen, weil anders ist es nicht zu erklären. Oh, Alter, was ist das denn? Oh, das ist ja. Kommt das her, Mann? Hier. Ich hab's hier, warte. Warte. Boah. Alter Schwede, was ist das denn? Das ist eine Tracking-App. Wozu hat sie die? Wissen Sie was davon? Tracking-App? Es muss einen Sender geben. Hier ist der Empfang gewesen, wenn man sich irgendwie wegbewegt oder wenn man was kontrollieren will. Dafür sind die Dinger da. Ich habe dafür gar keine Ahnung. Lassen Sie uns mal runtergehen zu den Sanitätern nochmal. Also irgendwas ist hier komisch. Tracking-App? Warum hat denn Tia eine Tracking-App? Hat das vielleicht irgendwas mit mir zu tun?
Wir haben hier eine Tracking-App gefunden. Eine Tracking-App? Ja. War das jetzt das, was da oben so gekriegt hat, oder? Ja, eben. Der Alarm. Das klang ja wie eine Alarmanlage. Ja, eben. Da muss ein Sender sein. Du hast was damit zu tun. So, ganz ruhig. Du hast irgendwas installiert hier. So, das klären wir jetzt mal. Sie ist schuld dran. Sie. Gehen Sie jetzt mal bitte wieder zurück. So. Was ist denn da passiert? So, wir haben Schlaftabletten gefunden. Aber das dicke Ding war auf ihrem Handy, ist eine Tracking-App. Am Haus direkt war es noch zu dicht dran und dann beim Wegfahren, da ging es dann los. Okay, also musst du ja irgendwie was am Körper haben oder so? Du musst einen Sender haben, genau. Sonst wäre das nicht losgegangen. Okay, dann lass uns doch einfach mal die Sunnies vielleicht noch fahren. Also, sie muss irgendwo einen Sender am Körper haben. Beim Bodycheck haben wir ja was gefunden. Schau ich jetzt mal an. Das sieht so aus wie so ein Hausnotruf, aber kann auch sein, dass es ein GPS-Tracker ist. Dann passt das. Die Tracking-App funktioniert so, dass es einen Sender gibt und die Verletzte hatte tatsächlich so einen Sender um Hals. Das bedeutet, wenn sie sich vom Handy entfernen sollte, also eine gewisse Entfernung, würde da sofort ein Alarm losgehen, der sie dann weckt, warnt oder was auch immer sie dann einstellt, warum sie es macht. Und dann wäre sie wahrscheinlich auch nicht vom Balkon gefallen, wenn es funktioniert hätte. Aber sie war wahrscheinlich nicht weit genug weg. Das ist das Problem. Aber die Frage ist halt, wieso hat sie so eine Tracking-App und so einen Tracker am Körper? Sie ist ja nicht dement oder so. Sie ist ja nicht dement, nicht älter. Hat das was mit den Schlaftabletten zu tun? Wir fragen sie am besten einfach mal. Versucht doch mal bitte, ob sie irgendwas sagen. Hallo? Können Sie mich so ein bisschen verstehen? Ja. Ja? Okay. Wieso haben Sie denn da so einen Tracker um? Ich brauche das. Wieso brauchen Sie das? Ich tue Schlafwandeln. Schlafwandeln? Schlafwandeln. Was? Okay. Ganz schlimm bei mir. Ganz schlimm bei Ihnen, das Schlafwandeln? Ja. Und dann nehmen Sie aber gegen das Schlafwandeln doch die Schlaftabletten, oder? Ich wollte heute nicht nehmen. Wieso wollten Sie die heute nicht nehmen? Weil ich zum ersten Mal bei meinem Freund geschlafen habe. Okay, und deswegen haben Sie sich so einen Tracker besorgt? Richtig. Der Somnambulismus, das sogenannte Schlafwandeln, ist eine Krankheit, wo einige drunter leiden, die auf jeden Fall behandelt werden kann. Wichtig ist allerdings, dass die Patienten entsprechend sich dem Arzt anvertrauen, wenn sie das merken, wenn eventuell Familienangehörigen das merken. Das Ganze kann behandelt werden mit Schlaftabletten, kann auch gut behandelt werden, sodass die Symptome weitgehend entsprechend verschwinden. Sie wollte die Schlafmedikation nicht nehmen. Okay. Und damit sie, wenn sie eben schlafwandelt, nicht durch die ganze Wohngegend läuft. Ja, eben, dass sie dann hier, sobald die dann hier sich aus dem Radius rausgeht. Wenn die dann auch dabei hat, dann geht das. Okay, so macht das Sinn alles, dass so wird auch ein Schuh draus. Thea ist Schlafwandlerin. Das heißt, sie ist aus der Tür raus und wahrscheinlich auf dem Balkon und dann ist sie da runtergeklatscht. Hätten die Sanitäter sie nicht da rausgetragen, hätten wir wahrscheinlich nie das mit der Tracking-App rausgefunden. Hätten wir auch das Geräusch gar nicht gehört. Aber eine Sache habe ich immer noch nicht verstanden. Was hat meine Ex damit zu tun? Und warum war das Haus verwüstet? Jetzt bleibt immer noch die Frage, warum da alles drin zerwühlt ist, Einbruchsspuren und sie zufällig hier gerade an der Ecke steht. Also jetzt erzählen Sie mir nicht einen vom Pferd. Die Ex-Freundin hatte im weiteren Gespräch nun zugegeben, dass sie doch in der Wohnung im Haus war, eingedrungen mit einem nachgemachten Schlüssel. Ich war da kurz drin, um meine Bettwäsche abzuholen, weil ich keine Lust mehr auf diese Diskussion mit dir habe, Leon. Das ist eine Straftat, was Sie machen. Das ist ein Hausfriedensbruch. Ja, aber wie gesagt... Nichts aber. Es ist eine Straftat. Das haben Sie in Zukunft zu unterlassen. Ja, Punkt. Ich habe doch gesagt, die ist verrückt. Die ist komplett irre. Komm, du bist komplett irre. Wahrscheinlich wollte sie ihm einen auswischen, hat da ein bisschen rumrandaliert, da deswegen die kaputte Vase und alles so, wie es aussah. Für mich eindeutig ein Fall voll Stalking, weil sie behauptet, sie wollte Bettwäsche rausholen, was ja nun totaler Quatsch ist. Das kann man auch anders machen. Personalien haben wir. Ja, definitiv. Und eine Anzeige, ne? Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal ihn fragen, ob er eine Anzeige machen möchte. Leon zeigte seine Ex-Freundin wegen Hausfriedensbruch an. Vom Unfall der Schlafwandlerin bekam diese allerdings nichts mit. Er passierte, während sie im Erdgeschoss des Hauses herumwühlte. Thea blieb für 4 Tage in der Klinik. Ihre Verletzungen waren nur oberflächlich und heilten schnell aus. Thea erklärte, dass sie an dem Abend keine Schlaftabletten einnahm, weil diese abhängig machen können und sie sie so oft wie möglich vermeidet. Aus Scham verschwieg sie Leon ihre Schlafstörung.